ehrlich sein, dieses Buch hat mich richtig gehend geschafft. Ich habe zwischendurch wirklich gedacht, ich muss jetzt abbrechen. Es war so komplex und so schwergängig mitunter, dass ich irgendwann nicht mehr ich konnte nicht mehr durchsteigen, ich konnte mich nicht mehr reinversetzen, ich konnte nicht mehr weiterlesen. Und ich bin aber froh, dass ich es durchgezogen habe, denn es wurde am Ende doch noch sehr großartig. In the vast dominion of seven cities, in the holy desert Raraku, the seer Sha'ik and her followers prepare for the long prophesied uprising known as the Whirlwind. Unprecedented in size and savagery, this maelstrom of fanatism and bloodlust will embroil the Amalasan Empire in one of the bloodiest conflicts it has ever known, shaping destinies and giving birth to legends. Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute wieder mit einer Rezension und zwar, wie schon angeteasert, Dead House Gates, das zweite Buch in Malison, Book of the Fallen von Steven Erikson, zu Deutsch das Spiel der Götter. Und ja, ich habe es ja gerade schon ein bisschen gesagt, es war so ein bisschen ein Kampf. Ich habe es ja bereits im Februar angefangen, recht früh. Und ich lese es ja in einem Readalong, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, wobei ich da jetzt auch total hinterherhing und nicht mehr geschrieben habe. Aber in dem Readalong sind bei diesem Buch dann auch so viele Leute, glaube ich, ausgestiegen. Also wir sind jetzt im Prinzip von, ich glaube, wir waren mal 400 oder mehr und sind jetzt nur noch 100. Diese Serie vernichtet so einige, habe ich das Gefühl. Und ja, also ich muss ja sagen, eigentlich ist es ein gutes Buch. Aber man muss am Anfang wirklich sich durchprügeln. Denn ich meine, viele sagen ja, Guardians of the Moon ist komplex, weil es eben neu ist, weil man nicht weiß, wie der Autor tickt und man wird da ja auch reingeworfen so ein bisschen. Aber ich fand Guardians of the Moon irgendwie leicht verständlicher als das hier. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass Dead House Gates auch eigentlich gar nicht als zweiter Teil gemünzt war, sondern eher Memories of Ice. Und ja, durch einen Fehler von Steven Erikson, er hat, glaube ich, nämlich Memories of Ice als zweites angefangen und dann ist irgendwie sein PC abgestürzt. Und dann musste er alles nochmal schreiben und dann kam dann das dabei raus. Und ja, deswegen sagen, glaube ich, auch viele, dass Memories of Ice und dann der danach, dass die alle wirklich richtig toll sind. Also ich muss sagen, nicht, dass er schlecht ist, er ist einfach nur absolut verwirrend. Und ich bin aber froh, wie gesagt, dass ich mich durchgekämpft habe, denn er ist eigentlich so vielschichtig, dieser Band. Er hat alles. Es dreht sich um Freundschaft, um Krieg, um Mysterien. Es ist so viel Action darin. Und dabei ist es halt auch noch super komplex, die Story. Denn ja, man steigt nicht direkt durch, was eigentlich der Sinn und Zweck von all dem ist, was hier gerade passiert. Und wir haben einige Charaktere, die aus dem ersten Buch übernommen würden, haben aber auch eigentlich einen komplett neuen Cast. Und im Prinzip kann man eigentlich, glaube ich, fast jedes Buch von Erikson, also so sehe ich das momentan jetzt noch, als Standalone betrachten. Weil das erste hatte in sich eine abgeschlossene Story, mehr oder minder, und das hier auch. Es hat eine Storyline erzählt und diese damit auch abgehakt. Und wir haben ja auch diese massive, große Welt, die ja wirklich Schritt für Schritt mehr oder weniger abgegrast wurde. Im ersten Teil waren wir auf Genabakis und im zweiten Teil waren wir jetzt auf Seven Cities. Das ist ein ganz anderer Kontinent, das ist ja auch so ein Wüstenkontinent. Und ja, wie gesagt, man kann das gar nicht alles in einem abhaken, weil sonst würde es noch viel komplexer und noch viel mehr Seiten geben. Und es fühlt sich aber durch diese mehr oder weniger kleinen Storylines, die wir dadurch abhaken, indem wir immer so ein bisschen so Bits und Pieces kriegen, nicht an, als würden wir großartig überhäuft mit Infos und ja, also der Infodump ist nicht da. Die Story hat einen Fluss, auch wenn wir den am Anfang vielleicht noch nicht erkennen können, eben weil diese Welt so enorm ist.
Ja, zurück zu den Charakteren. Wir erleben ja so ein bisschen, ich habe ja schon gesagt, ein paar kennen wir. Also wir haben so ein bisschen Callums Storyline, den wir ja schon im ersten Band kennengelernt haben. Und dann auch von Fiddler, Crocus und Absala, die dann ursprünglich mit Callum unterwegs waren, sich dann aber trennen und jeder so ein bisschen seine eigene hat. Und dann haben wir noch ganz neue Gruppen. Wir lernen Duker kennen, der hauptsächlich mit Coltane unterwegs ist. Duker ist der Historiker des Malestan Empire und Coltane ist ein ja, Fist, also Armeeanführer übersetzt. Und da erleben wir halt sehr viel Kriegsszenerie und ja, wie das so abläuft. Und dann haben wir noch Felicin, die kommt neu dazu. Dazu sage ich später noch was. Und dann haben wir noch die Storyline von Mappo und Ikarium. Auch zwei neue und auch zwei neue, naja, mehr oder weniger schon erwähnte Völker, aber mal was anderes. Also nicht nur Menschen, sondern auch mal, in dem Fall war es ein Trell und ein Chakut, also ein Halb-Chakut. Und das war auch ganz interessant. Und wir lernen auch noch neue Kreaturen kennen, gerade die Divers und Soul Taken. Und wobei ich da am Anfang echt nicht durchgestiegen bin. Ich musste das wirklich nachlesen. Und jeder hat so ein bisschen was anderes. Gerade, wie ich schon erwähnte, Mappo und Trell beschreiben so ein bisschen die Freundschaftsweg, obwohl es eigentlich mehr oder weniger eine unmögliche Freundschaft ist. Und man fragt sich am Anfang, gerade bei den beiden auch, warum sind die jetzt hier? Was soll das? Aber schon nach ein paar Kapiteln finde ich mit ihrer Storyline am spannendsten, weil ja irgendwie so viele Mysterien darauf zukommen und man eigentlich gar nicht weiß, wer die beiden sind und wieso alles. Und dann haben wir ja, wie gesagt, noch Callums Storyline, der ja so ein bisschen, ja, ich finde, Callum fand ich mit am interessantesten. Er hat super interessante Kampfszenen drin, also auch wirklich richtig Weltklasse-Kampfszenen und gerade auch am Ende. Und ja, er ist so ein bisschen. Ja, er ist halt kein netter Charakter. Das sind alle nicht hier in Malazan. Genauso Fiddler finde ich unheimlich lustig, auch immer mit seiner Gruppe, der unterwegs ist. Und dann haben wir ja noch, ich komme zurück auf Felicin. Ja, also Felicin ist eine ehemalige Nobelgeborene und man geht sie mir auf den Keks. Ich meine, man kann stellenweise wirklich nachvollziehen, wie. Warum sie so handelt, aus Selbstschutz und allem, aber mitunter war es anstrengend. Dennoch sei gesagt, sie mag vielleicht, es mag vielleicht auf den ersten Blick nervig wirken und man findet sie anstrengend und ihren Charakter, er ist hässlich, wirklich. Also sie ist abgrundtief, ja. Und trotzdem fand ich mit die Storyline von ihr und ihren zwei Begleitern sehr interessant. Es war halt wirklich so Game of Thrones Feeling. Also das war wirklich Grimdark vom Feinsten. Jeder hasste jeden und eigentlich will jeder nur überleben, aber möglichst nicht den anderen am Leben lassen und keine Ahnung. Es war richtig düster in diesem Setting und ebenfalls interessant, obwohl es mir am Anfang ein bisschen schwer fiel, war Duker dann mit Coltane und so. Man hatten die ganzen Kriegsszenen. Und was mir gefallen hat bei Stephen Erikson ist, dass er nichts verschönt. Der Krieg ist hässlich und brutal und ekelhaft und genau so ist es aber leider. Und ich finde es schön, dass er halt das auch wirklich genauso grausam dargestellt hat, wie es eigentlich sein sollte und nichts verschönt hat, von wegen glorreich in die Schlacht reiten, sondern nein, die Soldaten waren erschöpft, halb am Verhungern und wie es stellenweise in der Schlacht abging, war auch nicht nett, aber wirklich großartig geschrieben. Kann ich nicht anders sagen. Und ja, also es ist sehr düster, der zweite Teil hier, wirklich sehr, sehr düster. Und es ist aber irgendwie anders. Es ist, ja, also, und man steigt halt, deswegen sage ich, ich habe irgendwann abgebrochen. Ich habe angefangen und bis circa Seite 200 gelesen und bin überhaupt nicht zu Rande gekommen. Wir haben so viele Fraktionen, wie ich eben schon erwähnt habe am Anfang, denn wie ich ja schon im Inhalt jetzt vorgelesen habe, haben wir ja so mehr oder weniger eine Rebellion. Und man fragt sich am Anfang wirklich, wer zum Teufel steht jetzt auf welcher Seite? Es ist irgendwie total verwirrend.
Auch Coltane scheint irgendwie nicht so der typische Malazan-Anführer zu sein, weswegen ich am Anfang da richtig verwirrt war. Und auch mit dem Whirlwind und so und wo das alles hinführt. Und dann kamen wieder die anderen Sichten. Und bei Seite 200 habe ich gesagt, ich brauche eine Pause. Ich kann nicht mehr. Ich steige da absolut nicht durch. Und habe dann auch eine Pause gemacht. Habe mir dann nochmal, bevor ich jetzt wieder dann eingestiegen bin im März, das Kompendium durchgelesen. Und dann kam so ein bisschen die Erleuchtung zumindest. Denn das ist einfach super kompliziert. Und es ging aber auch nicht nur mich, mir so, habe ich wirklich mitbekommen, jetzt auch beim Read-Along. Es ist so dicht. Also dieses Buch hat 860 Seiten und es ist wirklich, wirklich intensiv. Also man schafft auch nicht viel. Man kann sich das wirklich, wie ich auch schon beim ersten gesagt habe, wobei da ging es ehrlich gesagt noch in kleinen Dosen zufügen. Mehr ging nicht. Also mehr hat auch dein Kopf gar nicht verarbeitet. Es ist so viel Information, auch wenn es kein Infodump ist. Also man wird ja nicht überhäuft grundsätzlich, aber es sind halt so viele verschiedene Sichten auch und so viele verschiedene Wege, die am Ende dann nicht alle zusammenführen, aber irgendwie doch zusammenführen. Und es ist einfach, ich muss aber auch sagen, positiv betrachtet, einzigartig. Also ich habe noch nie so eine intensive Fantasy gelesen, die ist so anders als alles, was man kennt. Es folgt halt keiner klaren Struktur, keiner klaren Linie, keiner klaren Regel. Weil Erikson, er möchte ja den Leser verwirren. Dem Leser soll ja nicht alles klar sein. Er soll im Unklaren gelassen werden. Und das ist, glaube ich, auch das, warum so viele diese Bücher nicht schaffen, weil viele stehen nicht darauf, davor zu sitzen, irgendwas zu lesen und sich denken, was zum Teufel lese ich hier eigentlich? Ich muss sagen, ja, die erste Hälfte habe ich mir sehr schwer getan, aber die zweite Hälfte war grandios und ich bin so, so, so froh, dass ich mich durchgebissen habe. Denn es ist trotzdem immer noch fantastisch und ja, auch wenn ich dann wirklich auch nur noch die 50, 60, 70 Seiten pro Tag schaffen konnte, weil es ist halt, es ist so viel. Das ist. Ich habe es auch bei Mike's Book Reviews, jetzt habe ich seine Rezension gehört und dachte mir, er hat genau denselben Gedanken. Er hat gesagt, ich dachte nur mir geht's so, vielleicht auch, weil ich es auf Englisch lese. Man liest und liest und liest und denkt, man hätte schon 100 Seiten, dabei waren es gerade mal 20, weil einfach das so viel passiert in diesen 20 Seiten, dass es einem vorkommt, als liest man deutlich mehr. Und das macht es halt deutlich anstrengender, das Ganze zu verarbeiten. Ist aber auch gut, es ist faszinierend. Man will auch mehr erfahren und sich mehr reinarbeiten. Und ich muss halt auch ganz klar sagen, also ich werde die Serie absolut nicht abbrechen und ich bin so froh, habe ich ja schon erwähnt, dass ich mich durchgebissen habe. Und ich brauche jetzt aber auch erstmal kurz eine Pause, um das zu verarbeiten, um mich nochmal ein bisschen reinzulesen in die Hintergründe, weil ich glaube, anders steigt man hier auch nicht durch. Man muss ein bisschen nachforschen, was ja so an sich gar nicht verkehrt ist. Und dann steige ich frisch, fromm, fröhlich, frei, wahrscheinlich aber erst im Mai dann mit Memories of Ice weiter ein. Und ja, mehr möchte ich eigentlich dazu gar nicht sagen. Wie gesagt, faszinierende Welt, wirklich kompliziert, komplex, aber so ganz, ganz, ganz anders. Es ist düster und brutal, aber auch, es hat auch seine humorigen Szenen ab und zu, gerade mit Fiddler. Fand ich sehr toll und es ist halt wirklich so vielschichtig. Und ja, trotzdem, um jetzt zur Bewertung überzugehen, muss ich leider sagen, dass mir Band 1 dann doch ein bisschen mehr gefallen hat. Aber die Meinungen gehen gerade bei Dead House Gates auch ganz, ganz klar auseinander. Ich fand es den Anfang einfach sehr, sehr, sehr anstrengend. Deswegen muss ich da deutlich was abziehen und würde sagen, ich gebe ihm knappe 4, also eher so 3,8 Sterne. Weil, ja, auch wenn die Story gut ist, wenn ich das jetzt neutral betrachte und das Ende wirklich wieder toll, so war es doch für den Leser ein bisschen anstrengend und Lesen soll ja eigentlich auch nicht nur anstrengend sein. Ja, das war es jetzt eigentlich kurz und schmerzlos. Ich wollte so viel mehr sagen, aber irgendwie kann ich auch gar nicht so viel mehr sagen, wie ich schon sagte. Es war so viel Information, dass man irgendwie sich auch, ja, da irgendwie ein bisschen überfordert fühlt, überhaupt da was rauszusondieren. Und ja, das war's. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen in Malazan, aber wie gesagt, jetzt brauche ich erstmal eine Pause.
Und ihr hört auf jeden Fall weiter von mir. Ich werde jedes Buch rezensieren, so lange, bis es euch zu den Ohren rausgehört. Und ja, dann danke ich euch wieder fürs Reinschauen. Liked und subscribe, wenn ihr wollt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon gelesen habt, also auch vielleicht zu Deutsch, das Spiel der Götter. Und wie weit ihr seid, ob ihr Probleme hattet, ob ihr abgebrochen habt, etc. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ciao, ciao.